Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch gerne mal einfach einen Teil meiner Sammlung zeigen. Und zwar, ich bin gedacht, es wäre ja ganz lustig, mal alle meine Jane Austen Bücher zu zeigen in den verschiedenen Ausgaben, die ich habe. Also ich habe sehr viele unterschiedliche Ausgaben. die meisten sind tatsächlich Englisch, aber ich habe auch zwei deutsche Ausgaben. Und ja, ich hatte, glaube ich, alle Bücher von ihr auch schon mal gelesen, bis auf Lady Susan. Ja. Dann habe ich als E-Books gelesen. Also ich habe auch früher viel aus der Bibliothek ausgeliehen. So. Egal. Ich fange mit den nicht ganz so hübschen Ausgaben an. Aber nichtsdestotrotz. Eine sehr, sehr schöne Geschichte, und zwar von Jane Austen, Verstand und Gefühl. Ja, das ist eine ziemlich alte Ausgabe. Preis steht noch in D-Mark drauf. Aus dem Inselverlag. Und ich sehe gerade, das sind so lustige Schwarz-Weiß-Illustrationen drin. Also es sieht sehr schmal aus, hat aber über 400 Seiten. Ja, habe ich, glaube ich, auch tatsächlich in der Ausgabe gelesen. Ich weiß gar nicht, wo ich die her hatte. Wahrscheinlich von irgendeinem Trödelmarkt. Ja, mittlerweile habe ich auch noch eine andere neue deutsche Ausgabe mit dem Titel Sinn und Sinnlichkeit. Das ist einfach ein anderer Titel, der sich eher ans Englische anlehnt als Verstand und Gefühl, obwohl es von der Übersetzung her ja ungefähr das gleiche ist. Also Sense and Sensibility ist halt der englische Titel. Also euch davon nicht verwirren lassen. Ja, auf jeden Fall eins meiner Lieblingsbücher von ihr. Und dann habe ich noch diese Ausgabe von Stolz und Vorteil von Kiepenheuer. Ach, das ist das Fach. Nein, das ist erst von 1990. Und das hat keine weiteren Illustrationen. Es ist eine Hardcover-Ausgabe mit Lesebändchen, das fand ich ganz knuffig. Ist aber auch ein sehr kleines Buch, obwohl es halt auch über 400 Seiten hat. Zu den Inhalt der Geschichten erzähle ich jetzt nicht mehr so viel. Ich glaube, jeder kennt die Geschichten von Jane Austen. Also zumindest von Stolz und Vorteil und Sinnlichkeit. Ja. Ein bisschen was anderes. Mansfield Park. Das ist auf Englisch. Auch das ist wieder so eine kleine Ausgabe. Das habe ich, glaube ich, auch in der Ausgabe gelesen. Hat auch über 400 Seiten. Das ist von 97. Das ist tatsächlich eine deutsche Veröffentlichung des englischen Buches. Ja. Verwirrend, ich weiß. Mitzifak war nicht, glaube ich, mein Lieblingsbuch. Aber es war halt gut, ist halt Jane Austen, ne? Also deswegen habe ich Mansfield Park, glaube ich, nur einmal bzw. gleich noch in der Sammelausgabe. So, dann kommen wir zum letzten deutschen Exemplar. Das ist auch gerade erst bei mir eingezogen, und zwar Sinn und Sinnlichkeit, also Verstand und Gefühl. In dieser wunderschönen neuen Ausgabe vom Kopenrad. Also. Als Größenvergleich. Also die Ausgabe ist echt riesig. Und das ist tatsächlich eigentlich der gleiche Inhalt. ja, also ein sehr, sehr großformatiges Buch. Hat auch eine ziemlich große Schrift, obwohl auch sehr viel weißen Rand. Und genau, die Ausgabe ist deshalb so schön. Also sie ist erstmal sehr, sehr schön gestaltet. Also es ist alles innen drin auch mit diesen Blüten verziert, also die Titelseite innen drin, dann die Kapitelüberschriften, dann gibt es noch so kleine Blümchen als Verzierung zwischendurch, alles in Farbe. Und was die Sache auch sehr besonders macht, ist, hier sind so extra Goodies drin, also Special-Sachen wie Briefe, die halt wie so ein Brief gestaltet sind, und eine Karte und ein Stammbaum und
solche Dinge. Ja, das Lesen halt noch so ein bisschen ja, spannender machen. Also ich bin auch sehr verlockt, das nochmal zu lesen in dieser Ausgabe. Ja, einfach weil es so wunderschön ist. Ja, es gibt auch noch weitere den Osten Bücher in dieser Aufmachung. Aber die Bücher sind halt extrem teuer. Die grenzen, glaube ich, so an 30 Euro. Über 30. Also so aus dem Dreh. Also ja, ist schon eine Menge. Nichtsdestotrotz die Geschichte halt sehr, sehr gut. Also ihr könnt die eigentlich auch genauso gut in so einer Ausgabe genießen. Von daher, aber die Ausgabe ist natürlich wunderschön. Genau, das war mein letztes deutsches Buch. Dann habe ich noch ein paar englische Ausgaben, die ihr vielleicht schon in anderen Videos gesehen habt. Zum einen habe ich Emma. Emma ist auf jeden Fall auch eine meiner Lieblingsgeschichten. Das ist diese Pinguin-Threads-Ausgabe, also wo die Cover so als Stickerei gestaltet sind. Da habe ich alle Ausgaben von, da gibt es auch ein Video von, könnt ihr also gerne vorbeischauen. Die finde ich einfach wunderschön, die haben auch diese Rough Cut Edges und das sind halt so relativ fluffige Taschenbücher, also Broschüren. Lassen sich sehr gut lesen und sind auch nicht so teuer. Also das ist sowieso meistens so der Vorteil bei den englischen Ausgaben von solchen Klassikern, abgesehen davon, dass es halt eigentlich die Originalsprache ist. Wenn man diese beherrscht, durchaus zu empfehlen, die auch zu lesen, sind die Ausgaben einfach viel günstiger. Also zum Beispiel habe ich auch noch diese Ausgabe von Pride and Prejudice, also von Stolz und Vorurteil. Ja, das ist auch so eine Special Edition zu sagen, wo aber nicht alle Jane Austen Bücher in dieser Aufmachung rausgekommen sind, sondern vier Klassiker von also von den Wuthering Heights, Tales of Two Cities von Charles Dickens und Little Room, genau. Die sind in dieser Ausgabe, in dieser Aufmachung rausgekommen und es soll aber noch im Sommer oder Frühling oder so sollen noch welche rauskommen in einer ähnlichen Aufmachung. Ja, also was ich hier besonders schön finde, ist halt dieser Scherenschnitt-ähnliche Schutzumschlag. Der hat mich also extrem angesprochen. Das Ganze hat auch so einen durchsichtigen Klarsichtumschlag darüber, den ich auch dran lasse, damit er sich nicht beschädigt wird. Hier gibt es auch ja, Bilder zwischendurch. Wie nennt sich das denn? Design-Elemente, also ich kann euch mal was zeigen. So, wo auch nochmal so Zitate sozusagen aus dem Buch drin sind. Das Ganze hat einen farbigen Buchschnitt, ein Lesebändchen und hat, achso, ist auch noch limitiert. Aber nicht, also auf 10.000. Also das kriegt man noch. Genau, und hier war nochmal A Tale of Two Cities, genau. Und das war diese Season Edition Winter Collection. Also da soll es, soweit ich das verstanden habe, noch eine Frühlings Edition und eine Sommer Edition und sowas geben. Und in der Winter Edition sind diese vier Titel erstmal erschienen, wovon ich tatsächlich zwei besitze, also neben Pride and Prejudice auch noch Little Woman. Aber das ist auf jeden Fall auch wunderschön. Vielleicht einfach so zum Größenvergleich, das ist jetzt auch wieder ein etwas größeres Buch. Aber es ist halt naja, noch ein Hauch kleiner als die deutsche Ausgabe. So. Und dann kommen wir auch schon zu den Barnes & Nobles Ausgaben, die ich habe. Und zwar habe ich zum einen eine weitere Ausgabe von Pride and Prejudice. Also bei allen Sonder-Special-Ausgaben wird meistens Pride and Prejudice rausgebracht. das ist einfach so das bekannteste Werk von Jane Austen. Deswegen habe ich davon noch mehr Editions als bei den anderen Büchern. Das Ganze hat einen grünen Buchschnitt und ein gelbes Lesebändchen. Farblich auf jeden Fall sehr interessant. Das sind diese ja, halbhohen. Wenn ich es mal diese etwas kleineren Barnes & Nobles Letterbound Editions,
Die habe ich tatsächlich auch nur geholt, weil ich die günstig gesehen habe. Ja, also außer diesen schönen Cover und diesen wunderschönen Endpages ist das Buch an sich eigentlich ziemlich langweilig da drin. Also da sonst gibt es da nichts Special-mäßiges. Aber im Regal sieht das halt wunderschön aus. Und in der Ausgabe sind auch noch zwei andere rausgekommen, Sense and Sensibility, das habe ich aber nicht. Und das nächste ist Persuasion. Das ist halt auch in dieser Aufmachung. Das ist halt rosa und das Sense Sensibility ist grün. Das Ganze hat so ein grau-lila Buchschnitt. Also die Farben von den Buchschnitten bei den kleinen Ausgaben sind so ein bisschen. Kann man gut finden, muss man nicht. Auf jeden Fall ist das, hat es ein rosa Lesebändchen. Ist auf jeden Fall auch so in Gold abgesetzt. Sieht wunderschön aus im Regal. Ist ein bisschen dünner als Pride and Prejudice. Und hier auch so diese marmorierten Endpages. Ja, und ansonsten ist eigentlich für die ganz normale Geschichte drin. Ja, soweit ich weiß, gibt es die auch noch. Es gibt auch noch diese Flexibound Edition. Das sind eigentlich die Cover auch, aber halt in dieser biegsam. In diesen biegsamen Covern. Ja, aber ich finde halt diese richtigen Hardcover halt schöner. Ja, die machen sich auch gut zusammen. Aber auch da gibt es, glaube ich, nur halt drei Bücher und nicht alle sieben. Das ist tatsächlich auch eine einzige Ausgabe von Persuasion, die ich einzeln habe. Also im deutschen Verfügung. Mensvielfalt. Dann habe ich noch Northanger Abbey. Das habe ich auch gelesen. Ich weiß aber jetzt nicht, wie ich das gelesen habe. Könnte auch sein, dass ich das als E-Book gelesen habe damals. Weil das und Lady Susan habe ich tatsächlich nicht als Einzelbände. Dafür habe ich diesen Sammelband von Barnes & Nobles. Seven Novels von Jane Austen. Und da sind tatsächlich alle sieben Bücher drin. Ist ein bisschen umständlich zu lesen. Vernünftig zeigen kann. So, das ist quasi die Inhaltsangabe. Kann man das sehen? Also es ist halt Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park, Emma, Northanger Abbey, Persuasion und Lady Susan drin. Genau. Und wie gesagt, also Mansfield Park, Persuasion habe ich, Northanger Abbey und Lady Susan habe ich nicht einzeln. Diese Ausgabe ist tatsächlich von 2000. 6, aber es gibt noch ein neuere Sammelband von der Barnes & Nobles. Mit ein bisschen anderen Covern, aber trotzdem auch in so einer schönen Gestaltung. Ich habe halt den etwas älteren. Da hat auch Lesebändchen und goldene Seiten. Ich fand den halt wunderschön. Das war, glaube ich, einer meiner ersten Barnes & Nobles Ausgaben. Das ist immer noch einer der schönsten. Zum Lesen ein bisschen unpraktisch. Das gute Ding hat 1200 Seiten. Ja. Ist auch extrem. Kann ich mal zeigen. Klein geschrieben. Also nicht wirklich für die Tür sozusagen geeignet. Aber trotzdem ein wunderschöner Band. Ja, das waren tatsächlich alle meine Ausgaben von Jane Austen. Ich finde, das war noch erstaunlich wenig. Also das Einzige, was ich wirklich häufiger habe, ist halt Stolz und Vorurteil. Also das habe ich jetzt in 1, 2. Drei Ausgaben, zwei englischen, eine deutsche. Verstand und Gefühl habe ich tatsächlich in zwei deutschen. Komischerweise, okay. Persuasion, Mansfield Park habe ich einmal und Emma habe ich auch einmal unter dem Sammelband. Also so gesehen, hält sie das noch in Grenzen, aber jetzt habt ihr vielleicht mal so einen Überblick gekriegt, welche Ausgaben es so gibt. Und wenn ihr da auch eine sucht, könnt ihr ja. Oder hilft euch das vielleicht zu entscheiden, welche euch jetzt am besten liegt. Also wenn ihr es lieber fluffig habt, kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Wobei es da leider auch nur Emma gibt in der Ausgabe. Ja, welches noch mehr von gibt, sind hier die.
Ich glaube, in der deutschen Ausgabe gibt es auf jeden Fall noch Stolz und Vorurteil und ich glaube, Emma gibt es auch. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen drei, vier Geschichten auch noch rausgebracht werden. Ja, aber da gibt es tatsächlich auch viele von. Und ich glaube auch in den, also in diesen etwas älteren Ausgaben, da gibt es definitiv, glaube ich, alle Titel von Jane Austen im Deutschen. Also ja. Deswegen eine bunte Mischung. Ich kann euch aber versuchen, das nochmal alles hochzuheben, zu hieven. Also, das ist nochmal der ganze Stapel im Vergleich. Der ungefähr 10 Tonnen wiegt. Und das sind die Buchschnitte. Sehr schön bunt. Viele auch mit Lesebändchen. Ich liebe Lesebändchen. Ich schon mal wieder, dass ich Lesebändchen liebe. Bestimmt. So, das war auf jeden Fall meine kleine Sammlung. Ihr könnt aber gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch andere Ausgaben habt von Jane Austen, die ihr wunderschön findet. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich bin ja auch immer auf der Suche nach neuen. Obwohl ich keinen Platz habe, ich weiß. Ja. Und ihr könnt auch gerne mal schreiben, welche Bücher von ihr eure Lieblingsgeschichten sind. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video.